fahren. So ein Angsthase. Springt aber später wieder rauf. Komm mal hoch. Ja, guck mal aus dem Fenster. Wir essen jetzt gerade so ein vietnamesisches Brötchen mit ein bisschen Fleisch, eingelegte Karotten und Rettich und ein bisschen Fischsoße. Lissy, komm! Lissy ist absolut keine Wasserratte. Sie geht überhaupt nicht gerne ins Wasser. Los, nicht lange im Wasser bleiben. Und da ist sie wieder raus. Wassermelone? Ja, lecker, ne? Noch ein bisschen? Noch eine? Lissy steht voll auf Wassermelone. Wie süß sie kaut. So süß, ne? Oh, nicht mehr? Warum hast du das jetzt ausgespuckt? Willst du mal gelbe Wassermelone probieren? Warte, ich gebe dir mal gelbe. Guck mal. Wir haben hier so eine kleine Höhle für Mäuschen gebaut. Liegst du da fein? Schlaf mal ein bisschen, Mäuschen. Süß. Das ist aber schnuckelig. Lissy hat eine kleine Höhle. Aber gehst du gar nicht rein, Lissy? Lissy? Achso, du willst trinken? Die läuft lieber frei rum hier. Aber ins Wasser mag Mausi nicht. Lissy buddelt sich ein kleines Löchlein. Was machst du da, Mausi? Oh, wie süß, Mausi. Guck mal, wie süß. Und jetzt hinlegen. Auf den Kopf. Mach meine Haare auf. Das ist das perfekte Wetter für Segelschiffe, denn es ist schon ziemlich windig. Lissy wurde gerade geduscht. Ich habe das jetzt vergessen zu filmen, aber hier seht ihr sie, sie ist noch ein bisschen nass.
Und jetzt wird Mausi ein bisschen geföhnt. Und duftet ganz, ganz toll. Und da sie das so schön gemacht hat, so ganz brav, bekommt sie jetzt so ein Joghurt-Dropsi. Hier. Ne? Weil du so brav warst. Machst du Männchen? Fein. Mach mal Sitz. Pfötchen? Fein. Und schmeckt's dir? Das schmeckt dir. Dann habe ich geduscht, mich fertig gemacht und das ist mein Outfit of the night for dinner. Das Oberteil ist von Bershka, der Rock und die Kette sind von H&M. Das Armband ist von Thomas Sabo, die Tasche ist von Primark und die Schuhe sind von Kyla Shoes. Wir waren abends im Stella Doro mit der Familie essen. Das ist ein italienisches, familiengeführtes Restaurant und es war so lecker. Das Restaurant ist nur zu empfehlen. Das Essen, der Service, das Ambiente sind 1A. Vorweg gibt es selbstgemachtes Brot mit hauseigenem Dip. Ich habe mir einen Rucola-Salat mit Steakstreifen bestellt, da ich nicht so einen großen Appetit hatte. Als Dessert haben wir uns einen Mixteller bestellt. Oh mein Gott, ich könnte alles davon jetzt in diesem Moment essen, wenn ich das so sehe. Das war so mega lecker. Dann gab es noch einen Absacker und Cocktail des Hauses. Es gibt doch nichts Schöneres, als an einem freien Sonntag den Zaun zu streichen, oder? Naja, nicht wirklich. Aber unsere Nachbarn haben einen Zaun aufgestellt und wir haben geholfen, ihn zu streichen. War ja eigentlich schon ganz entspannt, zumindest konnten wir ein wenig Bräune tanken. Das Wetter war ja sowas von herrlich. Willst du hier draußen liegen bleiben? Du schwitzt doch schon so. Komm, Mäuschen, wir gehen jetzt rein. Musst du reingehen, Mausi? Mausi möchte gar nicht rein. Ich habe sie mit Leckerli gelockt, aber sie hat den Leckerli gegessen und ist wieder raus. Mein Schatzi liebt es zu grillen, egal zu welcher Jahreszeit. Besonders aber, wenn das Wetter so schön ist und man draußen entspannen kann. Oh, meine Schuhe. Sind die Flipflops nicht süß? Da sind so Blümchen dran. Mega bequem. Zum Nachtisch gibt es frisches Obst. Da habe ich Mango klein geschnitten und die Erdbeeren habe ich ein bisschen gezuckert, damit die ein bisschen süßer schmecken.